Das ist der Happy Model Mobula 7 HD0 WUP. Geflogen mit der Ishin TX16S Funke und der HDO2 Brille mit Sharkbite. Der 3S WUP hat einen Express LRS Empfänger. Die Motordiagonale ist 75 mm mit 40 mm Propellern. Und das Besondere an dem WUP ist, dass der digital das Video überträgt und halt unter 41 Gramm wiegt. Also steckt hier die digitale Technik von Fatshark, das Sharkbite-System. Und inzwischen wird die Entwicklung von der Firma HD0 geführt, die letztes Jahr die besten digitalen Kameras für das Sharkbite-System rausgebracht hat. Und so eine Kamera steckt hier drin, die von Runcam produzierte HD0 Nano-Kamera. Zum Fliegen benötigt man hier also so ein Empfangsmodul, das Fatshark Sharkbite RX-Modul oder seit neuestem gibt es eine Fatshark Scout HD-Brille, die günstig ist, unterstützt aber wirklich nur HD und hat keinen Analog-Eingang mehr. Der digitale Videosender bei Mobula 7 ist ein Board in einem WUP-Format, welches 25 bis 200 mW senden kann. Die lineare Antenne reicht hier vollkommen aus. Die 1102-Motoren haben hier die richtige Größe und 9000 kV. Was Indoor sehr gut mit 2S-Akku zu fliegen ist. Er kann aber auch sehr gut 3S fliegen. Gerade draußen ist 3S-Akku die beste Wahl. Die drei Blattpropeller sind von Newbie-Drohnen und sind sehr leicht. In der ersten Linie ist der Mobula 7 für Indoor-Fliegen bestimmt, gerade perfekt für die Wintermonate. Happy Model verwendet hier bei dem Mobula 7 ein neues Board mit einem Standard F4FC und mit 12 Ampere ESCs. Die Verbindung zum PC erfolgt endlich über ein USB-C-Kabel. Der FC hat zwei serielle Schnittstellen, RX1 und RX2. Die RX1-Schnittstelle ist frei und vorgesehen für einen externen Empfänger, wie zum Beispiel Crossfire oder halt ein FLSky-Empfänger oder FlySky-Empfänger. Das Besondere an dem Board ist, dass dieser bereits mit einem SPI Express LRS Empfänger ausgestattet ist. Also einem Express LRS mit 2,4 GHz Empfang. So braucht man zu der Funke einen Express LRS TX Sendemodul, wie hier das von Beta FPV mit 1000 mW. Die Express LRS Empfänger Antenne ist als SMD Tower auf dem Board angelötet. Und ist super klein, mit einem Empfang von mehreren Kilometern. Wie man sieht, ist aber die Antenne sehr nah an dem oberen HD0-Board, was mir etwas Sorge macht, nicht dass die Antenne mal beim einem Sturz eingedrückt wird. Im Lieferumfang haben wir eine Ersatzhaube und Ersatzpropeller. Und natürlich die Kurzanleitung mit allen wichtigsten Daten. Wie gesagt, wiegt der Mobula 7 HD0 unter 41 Gramm. Hier im Vergleich noch ein leichter WUP mit einem DJI Digital Vista Modul. Mein GapRC PF16 ist schon leicht, ohne den Vista Kühlkörper. Aber immer noch 12 Gramm schwerer als der Mobula 7 HD0. Mobula 7 fliege ich am liebsten Indoor mit einem 300 mAh 2S Akku von Turnigy. Der Akku ist super leicht und ich kann damit bis 4 Minuten 30 fliegen. Möchte man schneller fliegen, dann braucht man 3S-Akku zwischen 300 und 350 mAh. Mehr geht nicht, weil die Halterung zu eng ist. Der Beta-FPV-Akku mit 300 mAh ist hier etwas zu locker. Am besten eignet sich der GNB mit 350 mAh-Akku. Draußen erreicht man mit dem Akku ca. 3 Minuten 30 an einem windigen Tag. Auf dem FC ist Betafly 4.3.0 RC1 installiert, also mit Express LRS Version 2.0. Ich habe hier unter Konfiguration das Air-Mode deaktiviert und unter Modes habe ich Air-Mode als Schalter nur für den Acro-Flugmodus eingerichtet.
Da der Mobula 7 kein Buzzer hat, habe ich den Motorbuzzer aktiviert auf einen Schalter, der gleichzeitig auch für Flip-Over After Crash benutzt wird. Und dann meine Rates natürlich eingestellt. Wie man sieht, ist das bidirektionale SD-Shot für die ESCs aktiviert. Benutzt wird hier aber die alte SC-Firmware, BLHeli 16.8. Ich habe hier die bessere BlueJay 0.16 Firmware über die ESC-Konfiguratorseite mit Google Chrome aufgespielt und zum Testen eine andere Startmelodie drauf gemacht. Und falls bald die fertige Betaflight 4.3 kommt, kann man das Board hier natürlich leicht aktualisieren. In der Wohnung fliegt der Mobula 7 fantastisch, fühlt sich leicht an und ich habe ein digitales Videobild. Vor allem ist bei HD0 hier super, dass das OSD mit allen Elementen im Bild umgesetzt wurde. So wie man es von dem analogen Videosender kennt. Das ist das, was ich bei DJI-System vermisse. Zwar hat KDX hier bereits im Netz geschrieben, dass die auch für DJI Vista Modul so ein Canvas OSD in der Arbeit haben, aber bestätigt und gesehen hat das noch keine. Die Einstellungen der HD0 Kamera und dem VTX werden auch per OSD über die Funke gemacht. Hier kann man den Senderkanal einstellen und die Sendeleistung von 25 bis 200 mW. 25 mW reicht eigentlich zum Racing in der Halle vollkommen aus. Draußen fliegt der Mobula 7 HD0 auch sehr gut mit einem 3S Akku. Das Bild der Runcam Nano HD0 Kamera an so einem schönen Tag wie heute sieht super gut aus. Da hatte ich Glück, dass die Sonne scheint. Hier sieht aber das Videobild von DJI FPV Digitalsystem immer noch etwas besser aus. Ich bin da einen Tag davor mit dem Mobula 7 HD0 geflogen, leider beim schlechten Wolkentag. Und das Bild der HD0 sieht zwar sauber aus und man hat immer noch gute Kontraste beim Fliegen, aber im Vergleich dazu bin ich den FlyWoo Firefly Baby Quad geflogen mit der KDX Nebula Pro Nanokamera. Bei dem Quad mit dem DJI Digitalsystem sehen die Details eben noch besser aus. Was mir aber bei HD0 sofort auffällt, ist, dass die Bildübertragungsgeschwindigkeit konstant ist. Man kann sehr gut den Mobula 7 in den Kurven kontrollieren. Das ist spürbar besser als bei DJI, wo man manchmal das Gefühl hat, dass DJI hier eine Verzögerung ab und zu bekommt. Nachteil bei HD0 ist leider die Sendeleistung. Hier ist die Videoempfangsreichweite zwar bei HD0 genauso gut und weit wie bei einer analogen Übertragung, aber mit einem DJI-System kann man hier deutlich weiter fliegen, ohne eine Störung. Gerade hinter den Gebüschen oder Bäumen ist DJI da störungsfrei. Für FPV-Racing ist aber HD0 die Nummer 1. Wer einen Wettkampf gewinnen will, kann hier nur mit HD0 fliegen. Und das ist auch so bei dem Mobula 7 Whoop. Fliegt man Indoor, ist man da sich viel sicherer beim Fliegen. Wer also Sharkbite Empfangsmodul besitzt und draußen Racing fliegt, der sollte sich unbedingt den kleinen Mobula 7 HD0 für Indoor Fliegen holen. So kann man noch die restlichen kalten Monate schön im Warmen fliegen. Viel Spaß beim Fliegen!